Ja, auch dieses Jahr wieder haben wir einen Kranz niedergelegt, sowohl im Treptower Park, auch direkt hier. Wir haben gerade auch ein bisschen drüber gesprochen mit Razia Adin über die Panzer, die hier stehen sollen, die später amerikanisch sein oder russisch. Das spielt keine Rolle, was für ein Panzer hier steht. Entscheidend ist, dass wir uns gegen Faschismus positionieren. Und ich denke, dass ich das gerade für unsere AfD-Fraktion sagen sollte. Denn Faschismus erwächst heutzutage nicht mehr nur aus einer Richtung, zum Beispiel aus einer Rechten, sondern mittlerweile ist es möglich, dass in einer multipolaren Welt Faschismus aus fast allen ideologischen Richtungen erwachsen kann. Man erkennt den Faschismus daran, dass die Menschen keine Freiheit mehr haben, ihre Stimme zu sagen, dass sie in eine Diktatur gepresst werden und letztendlich in einen Krieg. Dagegen wollen wir uns hier positionieren mit unserer Kranzniederlegung. Und es ist auch nicht nur so, dass ideologische Richtungen den Brutkasten des Faschismus bilden kann, sondern es kann auch jede Art von religiöser Richtung sozusagen Faschismus generieren. Und genau dagegen positionieren wir uns und genau deswegen haben wir hier einen Kranz niedergelegt, denn letztendlich leiden an solchen Kriegen die Politiker meistens nicht, sondern die einfachen Menschen, die einfachen Familien, die Kinder verlieren, die ihre Väter verlieren, die ihre Mütter verlieren. Ich habe heute noch Kollegen aus dem Wahlkreis mitgebracht und ich habe auch unsere Praktikantin aus Moskau mitgebracht. 2 Wochen ist sie da und begleitet uns im Bundestag und ich hoffe, sie hat einen guten Eindruck bekommen. Und sie hat gestern in unserer Wahlkreisveranstaltung einen sehr guten Eindruck bekommen und ist fast erschrocken, was in Deutschland wieder möglich ist. Gruppen von Antifa haben geschrien, Hass ausgebreitet und sie war so erschrocken, hat gesagt, das schöne Deutschland wie Weimar mit Goethe und Schiller wird dann durch so eine Veranstaltung Krach, Hass und sowas verbreitet. Большая честь принимать участие в мероприятиях, связанных с Днем Победы, 9 мая, в Берлине сегодня. И мне кажется, это очень важно для отношений Германии и России. Gefällt mir hier. Ich lerne ziemlich viel durch meine Arbeit im Büro. Und ich lerne auch sehr viel über die Demokratie und wie sie eigentlich hier funktioniert. Brandon ist Praktikant hier. Auch bei uns im Bundestag. So, und wir haben noch aus dem Wahlkreis mitgebracht unseren Kollegen Sigwald Hahn. Er ist Direktkandidat für den Landtag und natürlich auch kommunal aufgestellt. Und ich hoffe, es war auch ein gutes Erlebnis. Warst du das erste Mal da? Ja, ich bin gern heute hierher gekommen. Ich möchte ein Zeichen geben. Frieden ist ein großes Gut für die Menschen und unsere Völker dürfen sich nicht wieder aufeinander hetzen lassen. Auch für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, an so einem bedeutenden Tag hier Zeichen gegen rechte Hetze für Frieden mit allen Völkern zu setzen. Ja, ich denke, wir sind uns alle einig, dass die Völkerverständigung eines unserer wichtigsten Themen nicht nur im Bundestag, in der Fraktion sind, sondern bis in den Kommunalbereich, bis in die Landtage hinein, dass es Krieg nie eine Option sein kann, sondern immer ein Dialog. Sehr interessant. Wir haben hier im Hintergrund eine Veranstaltung, die heute Abend wahrscheinlich zur Superparty werden soll. Also wir finden keine Stimme der AfD, auch in Russisch geschrieben. Leider haben wir von den anderen Bundestagsfraktionen hier keine Abgeordneten gesehen oder zumindest nicht wahrgenommen. Wir haben dort einen Kranz niedergelegt, unsere Fraktion. Und ich finde es eine ziemliche Zumutung der Demokratie, uns das hier anzubieten. Aber letztendlich sagt mein russischer Kollege gerade, das ist eine kostenfreie Werbung und die nehmen wir gerne mit.